Willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Wir jetzt gleich im Hysteria Mode, den wir jetzt auch endlich testen dürfen. Der ist natürlich nicht für immer und irgendwie stimmen die Textures gerade nicht. Aber naja, heute will ja sowieso nicht alles klappen. So, das war der Hysteria Mode. Ach, schön, jetzt kommt das ganze Zeug. Ist hier noch irgendwas? Nee, hier ist nichts mehr. Und dann geht es jetzt weiter. So, da lang. Und da unten ist auch nichts. So, und jetzt dürfen wir zielen mit T. Ja. Okay. Drücke T, um in den Zielmodus zu gehen. Ja, das drücken wir mal. Ja, das geht, das macht sie automatisch mittlerweile. So. Das macht sie gerne automatisch hier. Eigentlich sollte sie das nicht machen. Aber sie macht es. So. Ja, das ist, wenn man unten gucken will, was da unten hängt, und dann fällt man runter. So, was war denn ist da unten? Ach so, da war die Pfeffermühle abgebildet. Ja, schön. Was ist jetzt? Oh, da liegt jemand. Gute Nacht. Gutmacher, ich hatte dich zwar in erbärmlichem Zustand verlassen, aber nicht in Einzelteilen. Du bist es. Was ist dir passiert? Du hast deinen Hut verloren. Außerdem fehlen ein paar Teile. Verloren, in der Tat. Unter den gegebenen Umständen aber fehlen kaum. Was passiert ist, solltest du besser wissen als ich. Das ist immerhin dein Platz. Mein Platz kenne ich. Wann kanntest du schon deinen Platz? Oder wie man ihn behält? Also was ist hier los? Was ist los? Rundherum und rauf und runter in die Ohren, durch die Augen und meine Nasenlöcher hoch, runter den Schlund und dann die Eingeweide winden? Papa war äußerst interessiert an Zügen. Ich mag sie nicht sonderlich. Diesen wirst du hassen. Nicht wie damals, als Schildkrötensuppericht die Spiegellinie betrieb. Der Zug ist ein Schlachthaus. Der Gestank grausam, das Licht grell, der Lärm infernalisch. Ja, Hutmacher. Ich verstehe schon. Ein schlimmer Zug. Die Welt steht Kopf, Alice. Die Irrenanstalt wird von Irren geleitet. Nichts für ungut. Und das Ärgste. Ich habe keine Tee mehr. Schock. Tragisch. Wenn ich dir helfe, würdest du mir dann auch helfen? Hand aufs Herz, wenn ich eins hätte. Finde meine Gliedmaßen und wirf sie in die Rinne, den Rest erledigen Maschinen. Mach dich jetzt auf den Weg, braves Mädchen. Am besten durch das Zifferblatt. Okay. Wir dürfen Einzelteile suchen. Und diesen Part hasse ich. Ja, ich hasse und liebe ihn. Ist immer noch Kapitel 1. Da kommen wir noch nicht durch. Und jetzt hängt sie wieder hier dran fest. Zack, zack, zack. Da oben hängt unser Freund. Das heißt, wir sollen jetzt hier durch, nicht wahr? Ja, da liegt was. Mit Hilfe von Gewichten. Druckplatte. Und eine Flasche. Ja. Geht da üben die Tür auf. Beziehungsweise, wir dürfen jetzt den Hasen hier drauf schmeißen und dann da schnell rüberlaufen. Der hält nämlich nicht ewig. Und dieses Spiel darf man die ganze Zeit machen.
Ja, ausweichen oder schrumpfen. Schmelzen und wiederkehren. Montage oder Zerstörung. Auf. Oh, das habe ich jetzt nicht lesen können. Da ist unser Schirm. Den brauchen wir. Aufdrehen und niederdrücken. Ja, mit E blocken wir. Und wir können feindliche Angriffe abwehren. Ich habe das nicht oft gemacht. Ja. Ich erinnere mich. Ah, mit E. Wupp. Oh, timen. Schwupp. Elle. Was soll denn das jetzt? Ja, ich erinnere mich. Sie drückt nicht mehr E. Warum? Was soll denn jetzt der Mist? Müssen wir jetzt veräppeln? Warum drückt es jetzt nicht mehr E? Also ich kann E momentan nicht benutzen. Ich weiß nicht, was das jetzt soll hier. Also ich kann mich jetzt hier niedermetzeln lassen. Das ist auch schön. Und wir sind jetzt unverwundbar. Und wie man sieht, müssen wir hier alle Gesichter von ihm kaputt machen, damit es wird. Warum ging es das Blocken nicht mehr? Ja, das ist der Hase. Ja, jetzt funktioniert's. Das ist nice. Eben konnte ich nicht anvisieren und gar nichts. Achso, wir müssen erst hier rüber. Wo ist denn die Schnauze hin? Ich habe sie doch eben gesehen. Wollt ihr mich jetzt foppen? Oder war die hier? Leute. Ihr wollt mich jetzt ärgern. Ich weiß es ganz genau. Ich kann es jetzt schon wieder nicht. Wo ist die Schnauze hin? Da unten fliegt sie doch. Ja, das war jetzt nichts. Außer ein riesen Gelecke hier. Ja. Ich glaube, wir müssen demnächst mal die Pfeffermühle updaten. Eine Erinnerung. Wagen wir den Versuch? Ah. Das ist jetzt Jahre her. Es ist Zeit, diese Kindereien abzulegen. Welche Kindereien? Wir sind doch nicht kindisch. Wir sind nie kindisch. Geh aus diesem Modus raus. Ah, wir dürfen Teetasse fahren. Sehr vertrauenswürdig. Ja, der Hysterie-Mod. Da sind wir für eine Zeit lang, wie erwähnt, unantastbar. Hält aber auch nicht ewig. Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter und umgekehrt.
Die Stufen zur Erleuchtung öffnen sich nicht, aber die Stufen sind steil. Nimm sie eine nach der anderen. Wo ist denn diese Katze jetzt? Unbestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen. Ein guter Arbeiter. Das ist die Dormaus. Müsste eigentlich doch die Schlafmaus hieß sie, glaube ich, auf Deutsch. Sei kein schlechter Arbeiter. Schlechte Arbeiter sind Sklaven und tot. Ja, und tot. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Wir wissen es. So, mein Lieblingslevel. Lava überall. Und die Maus nervt jetzt schon. Ja. Ich glaube, wir müssen ihm das Maul stopfen. Grinsekatze. Ich sag ja, wir müssen ihm jetzt irgendwie das Maul stopfen. Sonst redet er die ganze Zeit hier weiter. Oh, schön hier. Ich mag es hier nicht. Es ist mir viel zu viel Lava. Too hot and so. Oh, nein. Nein. Oh, das ist auch noch dieses Leckeck. Oh, fall jetzt bitte nicht in die Lava, Alice. War Leckeck, weil die Teetassen gerne mal total abdrehen. Teekannen meine ich. Und jetzt geht sie nicht aus dem Modus raus und... Oh Gott, Alice, geh weg da! Das Mädel... Also sie macht mich heute noch fertig. Was soll ich denn, Mist? Also jetzt macht sie gar nicht mehr, was sie soll. Da ist eine Erinnerung. Weil es fängt auch gerade unheimlich an zu lenken. Ach so, ja. Also das mit dem Modus hier, das ist total bescheiden. Ja, geht zu dem Häschen. Oh, sie wechselt die Waffe nicht, natürlich. So, ich hoffe jetzt, ja, was leckt hier gerne? Eigentlich leckt hier gerne alles. Eigentlich müsste das Ding jetzt kaputt. Eigentlich müsste das Ding jetzt kaputt sein. Wenn man uns das kaputt machen ließe. Man sieht also, es ist total am Abkacken hier gerade. Aber die Musik hört auf. Das ist schon mal fein. Und es müsste sich nur noch alles beruhigen. Ja, ich hatte einmal damals das Problem, dass die Musik nicht aufgehört. Und sofern die Musik nicht aufhört, hat man das Problem, dass eben die Türen nicht mehr aufgehen und man eigentlich das ganze Level bzw. diesen Part nochmal neu spielen darf.
Mit dem Gasanschluss sparen wir uns Kosten für Kerzen und Öl und können nach Brighton, Alice. Ich will nach Brighton. Das heißt, deswegen ist auch das Haus nochmal schön in die Luft geflogen wahrscheinlich. Weil sie auch noch Gasanschluss hatten. Aber früher war das wahrscheinlich voll die Kostenabnahme. Was war das jetzt? Also man merkt, es fängt hier echt an abzudrehen gerade. Hier ist keine Flasche mehr, die ich sammeln kann. Ich glaube, das ist, das muss man nochmal machen irgendwie. Auf jeden Fall jetzt nochmal irgendwie den nächsten Save Point erreichen und dann... Oh, eben hat es gesammelt. Ja, nächsten Save Point suchen, sofern es dann speichert und... Schön. Müssen wir da runter? Ich denke mal. Was ist das? Wo müssen wir hin? Oh, da geht es noch mehr runter. Ja, sobald es dann gespeichert, können wir den Part auch mal beenden. Und dann hoffe ich, wird es vielleicht wieder mal etwas ruhiger hier. Weil gerade fängt es ja wirklich an durchzudrehen. So, okay. Ja, das ist halt dieses Spiel, braucht jede Menge Grafik und keine Ahnung was. Und wenn das jetzt hier anfängt rumzulaggen und zu backen, ist das echt suboptimal. Ich glaube, da hätte ich gar nicht hochgemusst. Das ist natürlich jetzt scheiße. Naja. Wie gesagt, ich hätte halt es gerne mal... Gerne mal den nächsten Save Point. So lange mache ich das jetzt noch. Ich hoffe, er kommt jetzt bald. Weil das geht mir gerade echt auf den Nerv hier mit dem Lex. Ah, okay, wir müssen dann da weiter hinter einfach. Das kommen wir so nicht hoch. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt, wenn die Lavasäule nicht kommt... Och, Mädchen. Ja. Jetzt fällt mir mein Mikro sogar noch runter. Also, warum die Viecher jetzt hier einfach auftauchen, ist mir auch unklar. Aber man sieht, ey, das Spiel stirbt gerade. Und das ist dann auch nicht leicht, mit Verzögerung hier zu spielen. Ich weiß auch gar nicht gerade, ob wir nicht einfach von da oben anders rumgehen können. Weil ich total nur noch die Lex mitkriege. Ja, man sieht, es bringt mir nichts. Also, ich bin gerade aus irgendeinem Grund gestorben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nur, dass hier wieder... Mir, Mann, das geht so nicht, ey. Das Spiel überfordert sich. Sag auch, ich beende gleich und dann... Weiß nicht. Hier ist irgendwie... Wir müssen, glaube ich, dahinter. Huh? Ja, irgendwo müssen wir erlangen. Frage ist jetzt, wie... Toll. Ey, komm, also langsam. Ich krieg hier wirklich gerade echt die Krise, weil es nur noch leckt. Ich sehe gar nichts mehr. Die Plattform war jetzt bei mir eben noch da und dann war sie auf einmal weg. Warum sie auf diese Plattform springen kann, ist mir eigentlich auch unverständlich. Ich meine, die sind gerade in der Lava. Es ist wahrscheinlich echt warm. Und sie kann da einfach so drauf springen. Mhm.
Gibt's hier irgendwo eine Schnauze? Wo dürfen wir die Katze rufen? Ja. Ja, und ich denke mal, hier beenden wir. Hat ja gerade so schön gespeichert. Bis zum nächsten Part.